Mesdames et messieurs, bonjour. Meine Damen und Herren, je vous lis le message de son Excellence, Ambassador. Das ist die Botschaft des Botschafters des Iran in Paris, Herr Ali Ahani, für die internationale Konferenz des Schiller-Instituts. Im Namen Gottes, die Völker der Welt, vor allem in Entwicklungsländern, sind enttäuscht mit der Weltordnung, die seit Jahrzehnten die internationalen Beziehungen bestimmt, und sie können das Vormachtstreben gewisser Großmächte nicht länger tolerieren. Darüber hinaus beobachten die Völker, dass die Schwierigkeiten und regionalen und internationalen Krisen bei weitem nicht gelöst sind, sondern komplexer geworden sind. In einer solchen Situation schafft das Auftauchen einer neuen Weltordnung namens BRICS einen Hoffnungsschimmer für die Völker der Entwicklungsländer. Aber der Schlüssel zum Erfolg der BRICS liegt in ihrer Fähigkeit, zu verstehen, wo die Wurzeln und Gründe liegen, warum die alte Weltordnung bankrott und ohnmächtig ist. Natürlich ist der Mangel eines ehrlichen und ernsten Willens der Großmächte, Lösungen für die Probleme der Welt zu finden, zweifellos eine der wichtigsten Ursachen dieses Scheiterns. Ein richtiges Verständnis der Ursachen der Probleme und Krisen in aller Welt könnte die Umsetzung der angemessenen Lösungen erleichtern. Zweifellos hat die Islamische Republik Iran als größere, nicht zu ignorierende Macht des Nahen Ostens immer eine stabilisierende Rolle gespielt und sich dafür eingesetzt, die vielen Krisen, die diesen strategischen Bereich der Erde erschüttern, einzudämmen. Da der Iran ein entscheidendes geostrategisches Gewicht hat und über große Mengen an Rohstoffen verfügt, er ist Nummer 1 bei Gasreserven und Nummer 4 bei Öl, und weil er eine junge und gut gebildete Bevölkerung hat, großes Humanpotenzial, kann er ein verlässlicher, starker und wirklich unabhängiger Partner für die BRICS sein und mit ihnen wirksam zusammenarbeiten. Eine Kombination der Kapazitäten und des Potenzials der BRICS-Länder mit den wesentlichen Ländern der verschiedenen Regionen der Welt, die unabhängig vom politischen Willen der Großmächte handeln können, wird ein Schlüsselelement des Erfolgs sein. Deshalb können wir optimistisch sein, dass die BRICS-Länder fähig sein werden, den Platz einzunehmen, der ihnen gebührt, für eine gleiche, faire, ehrliche Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern, um die Probleme der Welt zu lösen. Die Islamische Republik Iran erklärt, dass sie gewillt und bereit ist, zur Zusammenarbeit mit den BRICS-Ländern, dass sie Hilfe und Unterstützung bietet, um die regionalen und weltweiten Probleme zu lösen. Es ist mein Wunsch, dass diese Konferenz heute eine sehr positive Wirkung in dieser Hinsicht hat, und ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
de plus positif dans ce sens. Eux, je vous souhaite un grand succès. Merci de votre attention.